Mein Name ist Bach. Patrick Bach. Ich bin Chorcoach und überzeugt, jeder Mensch kann singen. Mit Gesang lassen sich Probleme lösen. Hier, mitten im Schwarzwald, gibt es seit kurzem ein Flüchtlingsheim, das für Empörung gesorgt hat. Das war nicht abgesprochen, das war auch nicht von uns gut geheißen, sondern man hat uns, ich habe damals von einem Überfall geredet, ich stehe da dazu. Wir bezahlen und wenn wir was brauchen, ist nichts da. Mit Leuten aus dem Dorf und Flüchtlingen will ich einen gemeinsamen Chor bilden. Aha. Und Sie meinen, dass das funktioniert? Da prallen Welten aufeinander. Ich muss mich noch ein wenig orientieren, weil unglaublich viel passiert. Zum Abschluss soll es ein Konzert mit dem Welthit We Are The World geben. Ob mir das gelingt? Check, check, hallo, ta, ta. Keine Ahnung. We are the world. Hey, hey, hey. Man sagt ja, Musik verbindet. Stimmt das wirklich? Ich will dazu ein Experiment machen. Ein Chorexperiment. Ich will ganz unterschiedliche Menschen dazu bringen, gemeinsam zu singen. Ich will sehen, ob Musik wirklich Grenzen überwindet. Sasbachwalden ist ein hübscher kleiner Kurort. Er liegt idyllisch zwischen Wäldern und Weinbergen. Seit ein paar Monaten gibt es hier ein Erstaufnahmelager für Flüchtlinge. Aber wo ist das? Als erstes bin ich ins Rathaus gegangen. Hallo. Hallo. Ich dachte mir, hier kann man mir bestimmt weiterhelfen. Und ich hatte Glück. Der Bürgermeister nahm sich gleich Zeit für mich. Ach, ich kann rein? Ja, können Sie rein. So, Dankeschön. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Patrick Bach. Valentin Doll. Schön, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Gerne für Sie. Ja, super. Ich bin hier in Sasbachwalden auf der Suche nach Menschen, die gerne singen. Zum einen Bewohner des Ortes, zum anderen aber auch, es gibt anscheinend Flüchtlinge hier bei Ihnen im Ort. Ja, wir haben genug. Ach, wirklich? Ja. Zurzeit 150, das sind jetzt relativ wenig, aber wir haben auch schon 800 gehabt. Und die sind hier direkt im Ort? Nein, im ehemaligen Hotel. Wie finde ich denn da hin? Können Sie mir da weiterhelfen? Ja. Also, wir sind hier. Das ist das Rathaus. Ja. B500. Ja. Ah, okay. Und dann kommen Sie da durch die Brandmatt und dann fahren Sie die Straße links weg. Ja. Und das letzte Haus, dort jetzt schon zwei Häuser auf der rechten Seite. Das hier. Das sehen Sie. Das Flüchtlingsheim liegt 6 Kilometer außerhalb, in einer Sackgasse. Da fährt man nur hin, wenn man wirklich hin will. Der Ortsteil heißt Brandrüttel. Viel Wald, wenig Anwohner und bis zu 800 Flüchtlinge. Es sieht eigentlich aus, wie man sich ein Schwarzwaldhotel vorstellt. Man sieht ein klein wenig, dass es anscheinend doch leer stand, ein bisschen in die Jahre gekommen. Wirkt überhaupt gar nicht wie ein Flüchtlingsheim, wenn nicht die vielen Zäune außen rum stehen würden. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, was jetzt wirklich auf mich zukommt. Hallo. Hallo. Moin. Morgen. Mein Name ist Patrick Bach und ich möchte gerne ein Projekt hier starten. Und da die Frage, also es geht darum, ich würde gerne Bewohner von Sasbachwalden mit Flüchtlingsbewohnern zusammenbringen und gemeinsam singen in einem Chor. Und da ist die Frage, inwiefern sowas überhaupt möglich ist oder wen ich da hier ansprechen kann, der sowas ermöglichen kann. Wir brauchen jetzt erstens Ihren Namen, dann schauen wir, wer sich dafür zuständig fühlt. Klar. Ich kann Ihnen meinen Personalausweis mal geben, bitte. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, Patrick Bach.
Podolschewski, Einrichtungsleiter. Ah, hallo. 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 Vor dem Haupteingang lernte ich die Mitarbeiter der Betreiberfirma Unicare kennen. Sie managen das Erstaufnahmelager und kümmern sich um die Flüchtlinge. Und das alles im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg. Ohne eine Genehmigung vom Präsidium geht hier gar nichts. Hallo, wir haben einen... Guten Tag. Patrick Bach. Thomas Horst, Regierungspräsidium Freiburg. Musiklehrer. Und ich habe mein Projekt vorgestellt und mir wurde ziemlich schnell klar, so einfach wie ich dachte, wird das hier nicht. Menschen zusammenzubringen. Gibt es denn da kulturelle Besonderheiten oder Unterschiede oder Dinge, auf die ich jetzt achten sollte? Ja, da gibt es verschiedene Sprachen und Nationalitäten und da kann es schon mal Probleme geben oder zumindest Missverständnisse. Man muss darauf achten, dass man einer muslimischen Frau die Hand nicht gibt. Und mit welcher Sprache komme ich an die Menschen? Wann, mit Englisch oder ist es überwiegend Arabisch oder wie kann ich mich mit denen verständigen? Also mit Englisch werden sie nicht sehr weit kommen. Sie werden Dolmetscher brauchen von der Betreiberfirma zum Beispiel. Da sind viele Mitarbeiter, die dann die Sprache, die jeweilige Sprache sprechen. Und ich würde vorschlagen, dass alles Weitere Sie mit dem Betreiber und mit dem Herrn Horonczewski sprechen. Nach dem Gespräch war ich schon ein bisschen verunsichert. Aber immerhin, ich hatte eine Genehmigung für mein Projekt. Servet. Der Patrick, der möchte die Einrichtung kennenlernen. Hallo. Würdest du mit ihm einen Rundgang machen? Ja, na klar, gerne. Super. Dann übergebe ich weiter. Ja. Wo möchten Sie anfangen? Wir fangen am besten mit unserem Empfangsbereich ein. Ja, so wie es am besten für Sie passt. Also ich folge Ihnen da gern. Zum ersten Mal im Flüchtlingsheim. Das war schon ein komisches Gefühl. Servet Gürbüz ist der Geschäftsführer der Betreiberfirma. Er hat mir gezeigt, wo die Menschen nach ihrer anstrengenden Flucht ankommen. Hier werden sie mit dem Nötigsten versorgt. Von Babynahrung, Pampers, über Damenbinden. Diese Hygiene ist total mangelhaft am Anfang, weil sie werden einfach nur noch durchgeschleust, so kommt mir das vor. Deshalb sind die Menschen oft krank, wenn sie hier ankommen und müssen behandelt werden. Es ist wichtig, dass es enorm gut übersetzt wird, weil man kann alles falsch verstehen gleich. Ehrenamtliche Helfer haben Sprachkurse organisiert, damit sich die Bewohner in ihrem neuen Umfeld möglichst schnell zurechtfinden können. C'est une question, oui? Ja. Zoom. Zoom? Zoom? Ersten Mal in Frankfurt? Alles ist neu. Die Sprache, die Schrift, die Kultur. Im Heim gibt es auch eine Kleiderkammer. Zum Teil haben die halt ganz wenig anderen Klamotten. Und dann kommen die hier rein, werden natürlich grundaus ausgestattet. Dann sehen Sie hier Schuhe. Jacken. Ja. Hier sehen Sie schon die ersten, wo suchen, was ihnen ungefähr passen würde. Ich war zum ersten Mal in so einer Kleiderkammer. Und eigentlich wurde mir erst hier richtig klar, was es bedeutet, alles verloren zu haben. Wenn ich das jetzt so sehe, muss ich schlucken. Also es bewegt mich sehr. Ich meine, ich bin selber Vater von zwei Kleinen und ja, das nimmt mich mit. Messien? Durchatmen. Hallo. Mir war klar, dass die Leute hier gerade ganz andere Probleme haben. Trotzdem habe ich mich auf die Suche nach Sängern gemacht. Der Übersetzer Masian half mir dabei. Ich bin auf der Suche nach Menschen hier, die Spaß am Singen haben. Gemeinsam mit Bewohnern aus dem Dorf, aus Osbach-Walden. Bei den beiden syrischen Frauen war ich schon noch ganz schön unsicher. Ja. Sie kann nicht singen, aber hat Spaß an der Musik oder mag Musik vielleicht gerne. Musik? موطني الجلال والجمال والهاء والرجاء في هوا. Wir wollen uns nachher um 16 Uhr treffen, um einfach mal ein klein bisschen zu sehen, wer denn alles mitmachen will und damit ich auch mal eine Idee davon kriege. Ich hatte die beiden zum Singen gebracht. Aber zusagen wollten sie mir noch nicht.
die entscheidende Frage ist, ob hier, ob jemand von Ihnen eben vielleicht auch singt oder gerne auch Spaß am Singen hat. Auch bei den Männern Zurückhaltung. Nee, weil er kann nicht, aber das, aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht mitmachen. Ich mag Musik, aber er hat das nie probiert. Es war nicht leicht, aber ich machte einfach weiter. Salam alaikum. Salam alaikum. Wir sind nicht begabt, also unsere Stimme ist nicht perfekt, aber wir werden unser Bestes tun. Das Erfolgserlebnis motivierte mich. We are the world. There's a choice we're making. We say we don't lie. Bei dieser syrischen Familie war mir schnell klar, die sind genau auf meiner Wellenlänge. Das ist eine gute Initiative, weil Musik ist die einzige Instrument, ganze Leute aus der ganzen Welt zusammen zu singen. Ja, toll, da bin ich ganz soweit. Das ist genau meine, also genau das, was ich auch glaube. Also herzliche Einladung von mir. Ich war erleichtert. Eine ganz andere Welt, eine fremde Kultur. Und trotzdem denken hier einige so wie ich. Zurück im Dorf wollte ich vom Bürgermeister wissen, wie stehen die Leute im Dorf zu den Flüchtlingen? Herr Doll, wie kam das so? Seit wann gibt es jetzt eigentlich dieses Flüchtlingsheim hier? Es gibt seit dem 3. September und es kam so, dass die Regierungspräsidium angerufen hat und hat gesagt, unsere Leute sind schon oben und räumen aus. Ach, das war einfach so schon? Das war nicht abgesprochen, das war auch nicht von uns gut geheißen, sondern man hat es uns, ich habe damals von einem Überfall geredet, ich stehe da dazu, weil es ist baurechtlich auch eigentlich nicht zulässig. Mhm. Die Empörung war da. Da habe ich erstmal geschluckt. Ob ich überhaupt Sänger im Ort finden würde? Okay. Hallo, ich bin Patrick Bach. Hallo. Hallo. Also es geht darum, dass ich ein Projekt starte, wo es darum geht, Menschen aus Sasbach-Walden gemeinsam mit Flüchtlingen aus dem Bel Air zu singen. Ja, dann Leute zusammenzubringen. Mal an der Kirchenchor. Auch mit Flüchtlingen aus dem Bel Air zusammen dieses Lied einzustudieren. Das ist eine tolle Idee, aber ich habe doch gar keinen Zeitplan dafür, gell? Ja. Wir bezahlen. Und wenn wir was brauchen, ist nichts da. Ich bin auf der Suche nach Menschen aus Sasbach-Walden, die gerne singen. Bestimmt nicht. Ne? Vielleicht der Herr Decker, der ist ein fröhlicher Mensch. Ja, singen Sie, haben Sie nur Spaß am Singen? Ich kann überhaupt nicht gut singen, aber das würden Sie mir ja sicherlich beibringen. Hallo, we are the world. We are the world. Kennen Sie das? Ja, der Song. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Aber ich kann nicht textlich, kann ich jetzt nicht auswendig. Nein, singen Sie gerne? Ja, wir singen sogar in einem Chor. Und wenn Sie nur einen einzigen Ton aushalten müssen? Oh nee, nicht wirklich. Keine Chance. Also singen kann ich garantiert nicht. Gemeinsam mit Flüchtlingen, die im Bel Air, in diesem Hotel oben untergebracht sind. Und Sie meinen, dass das funktioniert? Es ist in Ordnung, dass man anderen hilft, aber erstmal sollten ja auch die eigenen Landsleute, die hier im Haus im Lande sind, die sollten ja auch erstmal berücksichtigt werden. Das geht einfach nicht. Gibt es denn überhaupt Berührungspunkte mit den Flüchtlingen hier im Ort? Eigentlich wenig. Im Ort sieht man eigentlich relativ wenig, fast gar niemand, weil es ist natürlich relativ weit oben. Direkt im Ort spüren wir sie praktisch nicht. We are the ones that make a brighter day, so let's not give in. Wenn man singen kann, ja. Ah ja, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder singen kann. Morgen Abend sind wir uns versprochen. Ja, ja. Was heißt morgen Abend? Morgen Abend 18 heißt 18 Uhr. Im 18 Uhr. Im Bel Air um. Ja, aller hopp. Genau. Na gut, dass ich noch nichts vorhab. Fazit: viel Skepsis, aber auch ein paar Lichtblicke. Als nächstes stand das Treffen im Flüchtlingsheim an. Dort wollte ich den Song We Are The World vorstellen. Und zu meiner großen Überraschung waren wirklich viele Leute da. Aber es war klar, hier konnte ich nicht sofort losproben. Ich musste erst mal rausfinden, was überhaupt an Musikalität im Raum da war. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich meinte, wir sind alle begabt. Wir sind alle Musiker. Super. Ich kann
Mauteni heißt das. Mauteni bedeutet ganz einfach mein Heimatland. Mein Heimatland. Mauteni. 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 الجلال والجمال والسوء الرجاء في هواء باطني. ein anderes Lied. Ach, noch ein anderes Lied. Ja. Mit so viel Begeisterung für die Musik hatte ich nicht gerechnet. Ich muss mich noch ein klein wenig orientieren, weil unglaublich viel passiert. Und auf einmal war die ganze Sache nicht mehr zu bremsen. Ich war mittendrin. Und ich ließ mich nur allzu gerne davon anstecken. Das ist eine Art von sagen Hallo, die unterschiedlichen Nationalitäten willkommen, begrüßt. Also Deutsche, ihr seid willkommen, Araber, Syrien, Marokko, Algerien. Bei aller Freude an der Musik hatte ich doch die ganze Zeit im Hinterkopf, in 2 Tagen sollen wir als Chor auf der Bühne stehen. Mit einem Lied, das hier die meisten überhaupt nicht kennen. Und dann auch noch in einer Sprache, die hier kaum jemand spricht. Aber gut, in Sanjidi. Aber Sejaya. Da habe ich mal gemerkt, was es bedeutet, etwas zu lernen, was einem völlig fremd ist. Vakun, ja. Insan. Like insane. Insan, Jedi. Perfekt. Gute Erfahrung, sich mal rein zu versetzen in die Lage der Menschen, wenn ich von denen erwarte, singt ein englisches Lied, obwohl ihr überhaupt nicht Englisch könnt. Sehr gute Erfahrung. Also ich fand's schwer. Und währenddessen ratterte es auch die ganze Zeit in meinem Gehirn. Was davon kann ich wohl später noch benutzen? Also Spaß gemacht hat's auf jeden Fall. Und auch wenn diese Menschen unglaublich schwere Zeiten durchmachen, es ist toll zu sehen, dass sie ihre Freude an der Musik nicht verloren haben. Ich wollte die Menschen hier näher kennenlernen. Ich war erstaunt, wie sehr sie mich an ihrem Schicksal teilhaben ließen. Und was mir auffiel, war, keiner nennt hier Orte oder Routen oder Beteiligte, um die Angehörigen in der Heimat zu schützen. Wir wollten gerade raus, da fiel eine Rakete auf die Dachterrasse und das ganze Gebäude war weg. Wir sind raus und dann haben unsere Nachbarn Bilder gemacht und sie uns gegeben. Gott sei Dank waren wir gerade auf dem Sprung. Wir haben geguckt und die Rakete kommen sehen. Der Apotheker Mahmoud wurde in Syrien von Terroristen entführt und schwer gefoltert. Ich habe geschlafen. Plötzlich wurde ich von meinen Entführern geweckt und hochgehoben, mitten in der Nacht. Sie hatten so ein Gerät, mit dem sie mir Stromschläge gegeben haben. Das Gerät war an ein Stromaggregat angeschlossen, denn da gab es keinen Strom. Immer wieder haben sie mich misshandelt. Da. Mit einer Kneifzange brachen ihm die Entführer den Zeigefinger. Ich werde ständig daran erinnert. Sie haben mir die Schulter gebrochen. Jedes Mal, wenn ich mich im Schlaf bewege, habe ich Schmerzen und muss an das denken, was man mir angetan hat. Bis heute kann ich nachts schlecht schlafen, denn sie haben mich mit Schlafentzug gefoltert. Jedes Mal, wenn ich eingeschlafen bin, haben sie mich aufgeweckt und festgebunden. So ging das mehrere Tage lang.
Dann haben sich die Bewohner des Dorfes, die noch da waren, in den Konflikt eingeschaltet. Die Entführer haben meine gesamte Ware verkauft, Medikamente und so. In Syrien war ich Apotheker. Sie haben alle Waren geholt und mir auch mein Auto weggenommen. Zum Glück hatte ich eine größere Summe Bargeld, mit der konnte ich mich freikaufen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht überlebt. Die Familie musste raus aus Syrien. Aber auch die Flucht über das Mittelmeer war schwierig. Beim Einschlafen waren meine Kinder völlig verängstigt. Sie haben auf dem steinigen Boden geschlafen und nächtelang auf dem Wasser. Als wir ankamen, wurden wir gastfreundlich aufgenommen. Alles ist wunderbar organisiert. Die Leute hinter uns haben geschrien, das ist Deutschland. Und ich, oh Gott, wirklich? Sind wir in Deutschland? Die Deutschen haben uns in die Arme genommen und uns ihr Herz geöffnet. Wir waren überwältigt. Und dann war es endlich soweit. Es kam zur ersten Begegnung der Dorfbewohner mit den Flüchtlingen. Ich habe auch meinen Puls gespürt. Was wird hier gleich passieren? Ich kann es nur zum Teil abschätzen. Es gibt ganz viele Unbekannte dabei, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Und was erwartet mich? Also sehr, sehr, ich war wirklich aufgeregt. Es fiel mir unglaublich schwer abzuschätzen, wie viele Leute überhaupt kommen würden. Im Dorf hatte ich viele angesprochen, aber die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ich hoffte wirklich auf die Mund-zu-Mund-Propaganda. Gehst du mal bitte in den Osten? Ja. Ich bin gespannt, wer alles kommt. Ich bin gespannt, wer aus Asbachwalden und aus der Umgebung alles mitsingen wird. Aber ich lasse mich überraschen. Ich musste nochmal daran denken, wie es sich für mich angefühlt hat, als ich zum ersten Mal ins Flüchtlingsheim kam. Wie unsicher ich mich gefühlt habe. Warum sollte es den Sasbachwaldnern anders gehen? Ich hoffe nur, dass die Herrschaften, die drinnen wohnen, auch offen dafür sind und sich freuen, dass wir kommen. Ich bin gespannt, wie es mit der Sprache klappt, weil wir ja quasi Englisch singen und viele ja zum Beispiel auch mit der Schrift gar nicht so firm sind. Dann fängt man wirklich mit dem Alphabet an. Das heißt, ich bin jetzt gespannt, ob das gut klappt. Gut, ich bin mal gespannt, was überhaupt abgeht. Als die Leute dann in den Saal kamen, ja, da wusste ich, jetzt geht's los. Super, toll, dass so viele da sind. Fantastisch. Herzlich willkommen, hallo, guten Abend. Salam alaikum. Ja? Herzlich willkommen, guten Abend. Ja? Singen hat eigentlich ganz viel mit, natürlich mit Körper und mit Rhythmus zu tun. أول شيء أهم شيء هو هنبدأ نغني لأنه هو عنده علاقة مع الحركة. Ich habe Zurückhaltung gespürt am Anfang, ganz klar. Und deswegen habe ich auch nicht gleich mit Singen angefangen, sondern mit einer einfachen Rhythmusübung. Und hier. Und hier. Ich habe die Leute klatschen und stampfen lassen, weil ich sie auf jeden Fall einen gemeinsamen Rhythmus erleben lassen wollte. Sodass niemand einen Startvorteil hat und alle mit den gleichen Herausforderungen kämpfen und merken, ah ja, mein Nachbar hat ja genau die gleichen Probleme wie ich. Achtung!
Und ich würde gern zu Beginn einfach mal ausprobieren, welche unterschiedlichen Klänge wir mit unserer Stimme überhaupt produzieren können. فأول شيء هيحاول يلاحظ شنو الفرق ما بين النبرات الموسيقية. Damit alle gleich mitmachen können und sich niemand überfordert fühlt, habe ich mit Alltagsdingen und einfachen Sachen angefangen. Immer. Yeah, fantastisch. We are the world. We are the world. Als ob wir im Fußballstadion sind. Ja. Gerufen. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. Und ich möchte noch einen Klang ausprobieren. So einen Klang. Ich sage meinem Kind, du musst etwas tun. Und das Kind sagt, Kennt ihr die Situation? Ja, du musst das tun. Jetzt aber zu den ersten gesungenen Tönen im Stück. Ich fing mit dem Refrain an, denn der geht einfach am schnellsten ins Ohr. Nochmal! Alle sollten möglichst schnell ein Erfolgserlebnis haben, denn ich wollte ja noch weiter. Einmal noch, Version 1 und... Bewegen rechts, links und los. We are the world. We are the children. Es lief so super. Und dann vergaß ich im Eifer des Gefechts eine Sache, vor der man mich ausdrücklich gewarnt hatte. Und vielleicht als Schlussbild. Das ist schon ganz toll als choreografische Idee. Dass wir, wer mag, dass wir wirklich die Hände nach oben nehmen, wer für den es okay ist, sich mit seinem Nachbarn an den Händen zu fassen. Können wir es mal ausprobieren? Seinen Nachbarn an den Händen fassen? Da war doch was. Einer muslimischen Frau gibt man nicht die Hand. Genau das war die Ansage vom Regierungspräsidium gewesen. Doch anscheinend schien sich niemand dran zu stören. Version 1. Und. Also ich war wirklich sehr zufrieden. Es waren 80 Leute im Raum, Flüchtlinge, viele Menschen aus Asbach-Walden. Das war mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. There's a choice we're making. We're saving our own life. Es lag noch jede Menge Arbeit vor uns. Wir brauchen noch eine zweite Stimme. Ich war noch auf der Suche nach Solisten. Aber immerhin, der wichtigste Schritt war getan. Die Leute waren Feuer und Flamme. Es war wirklich wunderschön. Ich finde es toll, dass wir zusammen sind und nicht nach Männern und Frauen getrennt. Wir alle zusammen, ein tolles Projekt. Ich finde, es war nicht immer ein Funke, das war schon ein Lichtbogen, der übergesprungen ist. Also ja, wirklich toll. Und ja, ich glaube, nicht nur mir ist Herz aufgegangen, sondern den ganzen Menschen hier. Es war eine tolle Begegnung. Wir konnten uns durch das Lied verständigen. Wir haben uns aufeinander zubewegt. Wir haben alle miteinander ein gemeinsames Ganzes gebildet, obwohl wir Deutsche und Araber sind. Wir waren sehr froh und es hat uns großen Spaß gemacht. Musikalisch gab es schon noch einiges zu tun. Aber ich brauchte auch noch einen Ort für das Abschlusskonzert. Deshalb bin ich nochmal ins Rathaus gegangen. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Doll. Grüße Sie. So,
Schön, hier bin ich wieder. So sind Sie fündig geworden. Ja, ja, vielen Dank. Ich habe dem Bürgermeister kurz erklärt, wonach ich eigentlich suche. Ich fragte ihn nach Bühnen im Ort. Ja, ich denke, es gibt zwei, sogar drei vielleicht. Am besten, ich zeige sie Ihnen, dann können Sie es beurteilen, ob es geeignet ist. Sie würden es tatsächlich, haben Sie denn Zeit? Ich habe keine Zeit, aber ich nehme sie mir für Sie. Danke. Das gemeinsame Singen mit den Flüchtlingen hatte den Bürgermeister sichtlich entspannt. Das Projekt schien ihm langsam Spaß zu machen. Hallo, das ist der Herr Brock und Frau Brock. Hallo. Sagen. Hallo. Ja, ja. Hallo. Und wir suchen einen Aufführungsort. Also. Unsere erste Station war das Gemeindehaus der katholischen Kirche. Ja, ein schöner heller Raum mit großen Fenstern, finde ich super. We are the world. Um das Lied wird es ja gehen, also We are the world von daher. Ja, aber das klingt schon ganz gut, also da kann man schon, und es strahlt was Schönes aus, finde ich. Ja, das ist ein sehr gemütlicher, warmer Raum. Ja. Wurde vor ein paar Jahren renoviert. Fällt mir sehr gut, könnte ich mir sehr gut vorstellen als Variante. Leider fehlt in dem Raum eine Bühne. Ganz anders war dann die Situation im Pavillon beim Kurhaus. Da war die Bühne riesig. Aber was wäre hier bei schlechtem Wetter? Dritte Option, das Kurhaus. Mach's mal auf. Jawohl, gerne. Darf ich die Herren bitten? Und dann ging's ab in den schönsten und größten Saal von Sasbach-Walden. So. Okay, ja, das ist natürlich jetzt eine andere Größe als das, was wir vorhin gesehen haben, ne? Ja. Bam, badam, ja, da, da, bam. Definitiv eine sehr überlegenswerte Option, die Sinn macht, ganz klar. Nee, prima. Also, Sie haben, ich kann sagen, also, Sie haben nicht zu viel versprochen. Danke. Ja, toll. Also mal bei Ihnen ja aus dem. Ich versuche meistens meine Versprechen zu halten. Ja. Aber es gelingt mir nicht immer. Nee, vielen Dank. Gerne. Ein toller Saal. Okay. Jetzt muss ich den nur noch voll kriegen. Dann gehen wir raus. Bei meinen Besuchen im Flüchtlingsheim war mir schon mehrmals ein syrischer Junge aufgefallen, der immer wieder leidenschaftlich auf der Geige spielte. Ihn wollte ich näher kennenlernen. Ich war nie offiziell in einer Musikschule. Aber ich hatte einen Lehrer, der ist immer zu mir nach Hause gekommen und hat mir Unterricht gegeben. Dann habe ich festgestellt, dass ich selbst gut Geige spielen kann. Ich komponiere meine eigenen Lieder, das mag ich sehr. Seit 4 Jahren mache ich das jetzt. Ich habe die Schule in Syrien unterbrochen wegen dem Krieg und so. Und jetzt wünsche ich mir, dass ich zurückgehen und weiterlernen kann. Ich vermisse natürlich die Freunde, die ich plötzlich verlassen musste. Jetzt hoffe ich, dass ich die Schule weitermachen und die Sprache lernen kann. Und mit Gottes Hilfe kann ich meinen Eltern Freude machen, nachdem die Traurigkeit unser Land kaputt gemacht hat. Mir gefiel die Idee, noch eine zusätzliche Farbe mit in unser Stück reinzubringen. Und so fragte ich ihn einfach, ob er sich vorstellen könnte, bei We Are the World mit auf der Bühne zu stehen. To have you make music with us, with the choir. Yeah, you would. Yeah, I think that would be great. Okay. Ich machte mich daran, mit ihm gemeinsam die Melodie einzustudieren. Aber das war nicht so leicht, denn er spielte nach Gehör und nicht nach Noten. Da half nur eins, improvisieren. Ich sang vor, er spielte nach. Kari war natürlich gewohnt, in seiner arabischen Tonwelt zu musizieren, in der es wesentlich mehr Töne und auch Zwischentöne gibt als bei uns. Die Hörgewohnheit ist einfach eine ganz andere. Die Melodie von We Are the World war für ihn beinahe wie eine fremde Sprache. Yeah, great. I think, yeah,
I think we can get there. Let's try. Als er dann die Melodie das erste Mal komplett spielte, war mir gleich klar, genau das wünsche ich mir für unseren Auftritt. Great, thank you. Auch diese Familie kommt aus Syrien. In ihrer Heimat waren beide Lehrer. Die Reise war sehr schwierig für uns. Ich war im 6. Monat schwanger und wir waren einen Monat unterwegs. Es war ein langer Weg. Es war sehr gefährlich. Ich habe geweint und geweint. Es war so kalt. Und ich hatte furchtbare Angst auf dem Meer. 15 Personen auf einem kleinen Schlauchboot. Im Krankenhaus war ich ganz alleine. Ich hatte so Heimweh nach meiner Mutter und meiner Schwester. Aber die Leute haben mir sehr geholfen bei der Geburt. Das ist das Mädchen. 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 Schumat Mädchen. Schumat Mädchen. Haus. Schuwa? Haus. Das Haus. Ich bin oft sehr traurig. Aber als ich gestern beim Singen war, ging es mir gut. Am liebsten würde ich das jeden Tag machen. Unsere zweite Chorprobe stand an. Diesmal sollte es um den Inhalt des Songs gehen. We Are The World ist wirklich der perfekte Song dafür, weil es die Botschaft wirklich heißt, wir alle gemeinsam sind Teil einer Welt. Und vor allem auch die Botschaft, we are the ones that make a brighter day. Also wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, was passiert. 3-mal am Tag fährt ein Shuttlebus zwischen Flüchtlingsheim und Ort hin und her. Für uns legt er extra eine Zwischenstation ein. Für die Probe hatte ich einen Raum ausgesucht, der genau in der Mitte liegt. Sozusagen auf neutralem Boden. Hallo. Gut. Ist Bayern auch hier? Ja. Und Kinder? Alle Kinder. Alle Kinder, okay. Gut. Ich fand's toll zu sehen, wie entspannt die Leute inzwischen miteinander umgingen. Und dass sie ehrgeizig geworden waren. Es kann nur noch besser werden, oder? Nein, nein. Nein, nein. Hallo. Welcome. Salam alaikum. Keine langen Worte, wir starten gleich mit Bewegung. Ich hatte mir für die zweite Probe vorgenommen, möglichst ohne Übersetzer auszukommen. Lieber mit Händen und Füßen reden. Ich wollte den direkten Kontakt zum Chor. Jeder kommt ja aus einer anderen Alltagssituation, mit anderen Sorgen und Nöten. Und deshalb war es so wichtig, von Anfang an über Bewegung und Rhythmus die Gruppe gleich wieder zusammenzuschweißen. Die Stimmung war perfekt. Und ich hatte das Gefühl, dass alle bereit waren für den nächsten Schritt. Ich wollte mit den Männern eine zweite Stimme einstudieren. Eine Herausforderung für die meisten meiner Sänger. Just you and me. Männer, men, Roger. On. Ah, 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 just you and me. Okay? Es ist immer noch ein Geheimnis. It's still a secret. You know? Es ist nicht ah, ah.
Gefühle. Show your emotions. Ah, und ich wollte, dass alle ein Gefühl für den Song bekommen. Die Zeit war reif für einen ersten Durchlauf. Karis große Premiere. Vor wenigen Wochen war er noch auf der Balkanroute gewesen. Jetzt spielte er auf einer Geige, die er im Flüchtlingsheim bekommen hatte. Weil wir noch keine Solisten hatten, habe erstmal ich die Strophe eingesungen. Ich coache Chöre in ganz Deutschland. Aber so einen Chor wie diesen hier hatte ich bisher noch nie erlebt. So viele unterschiedliche Kulturen, so viele unterschiedliche Schicksale. Das alles spielte beim Singen keine Rolle mehr. Morgen führen wir das auf. Tomorrow we will go on stage. يعني بكرة إن شاء الله تكون آخر حفلة وحنكون يعني في الموعد. Und ich freue mich tierisch darauf. I'm happy like an animal. I am in the seventh sky. Ja. Ich hoffe, dass auch viele Leute kommen. Die Deutschen, wenn sie noch jemand mitbringen können, machen sie noch Werbungsleute mit. Ich glaube, es lohnt sich zu kommen. I think, as told the Germans, if they know people, bring them along. Zeigt einfach auch der Welt nach draußen, dass es funktionieren kann. Die Leute kommen rein und sind meistens dann in diesen Aufenthaltsorten und man kriegt nicht viel mit. Und jetzt sieht man eben, wie Sassbach Walden und die Flüchtlinge zusammen ein Projekt auf die Beine stellen und das ist einfach grandios. Yeah, very good. So happy. So happy. So happy. Also der Dirigent, das war ja hervorragend. Der hat so ein Pep drauf gehabt, das war so richtig begeistert. Freut mich, dass wir alle zusammen sind. Der Bürgermeister hat mit mir getanzt. Das war ein großer Spaß. Der Bürgermeister hat so gemacht. Das war lustig, wirklich. Wir waren sehr bedrückt, aber jetzt können wir wieder lachen. Es gab immer noch viel zu tun. Ich brauchte noch Solosänger und ich wollte den Saal vollkriegen. Deshalb startete ich eine kleine Werbekampagne. Das haben wir so toll geprobt. Es wäre schade, wenn eigentlich keine Zuschauer kommen. Im Moment finde ich es ganz schwierig einzuschätzen, wie die Resonanz so ist. Also ich meine, ich habe viele Dorfbewohner und die hoffe ich tragen es auch in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis. Aber was denn wirklich passiert, wie viele noch andere kommen, die nicht wirklich direkt mit involviert sind, da hoffe ich, dass ich noch ein paar motivieren kann zu kommen, allein durch die Werbeaktion mit den Plakaten.
Hallo. Wäre es denkbar, dass ich hier ein Plakat aufhängen darf? Sehr gerne. Oder das, ja. Das wäre super. Oh ja, toll, klasse. Damit, ich würde mich natürlich freuen, wenn da einfach auch Leute aus dem Dorf wirklich zum Zuschauen kommen. Ja. Danke. Tschüss. Du sagst überhaupt, Entschuldigung. Ja, klar, ja. Vielen, vielen Dank, dass es aufhängt. Ja, gerne. Und dann sehen wir uns beim Konzert. Die Vorschusslorbeeren sind bestens. Also, ist, morgen Nachmittag. Tschüss, danke. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start. Super, bis später, ne? Ja. Tschüss. Beim Solo-Workshop machte ich mich auf die Suche nach Sängern für die Strophen. Lend a hand. Als ich gefragt habe, wer würde den Solo singen? Und das war so gefühlt die erste Reaktion. Was mich als erstes natürlich interessieren würde, wer denn sich zutraut, auch wirklich einzeln zu singen? Who wants to sing really solo, as one person? Das ist etwas, was man nicht einfach so macht. Vor anderen, vielleicht auch vor Menschen, die man nicht kennt, weil es immer die Gefahr birgt, was falsch zu machen. Ja, yeah. Bravo! The first one. Yes, the first one. Na, ist egal. Ah, die Melodie? Ja, ja. Okay. There comes a time. Jawohl. When we can thank God. When the world must come together. Yes. Und darum war es eigentlich so wichtig, dass wir uns gegenseitig Mut gemacht haben, dass wir gesagt haben, ja, das ist gut, dass wir uns Beifall klatschen, dass wir uns ermutigen, dass wir sagen, ich glaube daran, dass du es kannst. If you sing louder, wenn sie lauter singt. There comes a time. Okay, I think then you will get it. You can do it, I know. There comes a time. Yes, come on. When the certain call. Yeah. When the world must come together as one. Yes. There are people dying. Don't try to lend a hand to life. The greatest gift of all. Yeah. There comes a time. They need a certain cold. When the world must come together as one. There are people dying. And it's time to lend a hand. Love is all we need. And without me? Waren schon ziemlich schräge Töne dabei. Ja. Ich versuche zu ermutigen und an dem Punkt einzuhaken, wo was gut ist. Wenn ich eine Stelle finde, wo ich merke, ja, da funktioniert's, dann versuche ich da anzudocken und von dem, was funktioniert, sozusagen es auszubauen. Love is all we need. Yes, me? Love you so unique. Yeah, no, love there, yeah. Love. Gut. Bis zum gewissen Punkt. Ich meine, ich habe keine Möglichkeit, hier Gesangsunterricht in dem Sinne zu machen, sondern es war mehr eine Casting-Situation mit dem Versuch von, ich glaube dran, dass du es kannst und ich helfe dir, die Töne zu finden. Pretending day by day.
Der Tag der Aufführung. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Check, check, hallo, tap, tap. We are the world. Hey, hey, hey. Die Zahl der Sänger aus dem Flüchtlingsheim war mittlerweile auf über 80 angestiegen. Es war eine wirklich schwere Aufgabe. Es war wenig Zeit. Es waren wenig musikalische Proben möglich. Es sind so viele kulturelle Dinge, die aufeinander stoßen, unterschiedliche Sprachen, die Menschen überhaupt zu erreichen. Also, ja, unglaublich. Also, wie viele Hürden eigentlich auf dem Weg lagen. Was für ein toller Moment, als die Menschen aus dem Bel Air im Kurhaussaal ankamen. Da war Staunen, Begeisterung, leuchtende Augen und auch offene Münder. Für viele war es der erste Besuch in Sasbach-Walden. Und dann, mitten in den Vorbereitungen, passierte etwas Unerwartetes. Hallo, sind Sie Herr Bach? Ja, hallo, sorry. Ja, hallo? Ich bin von der Kur- und Drachenkapelle Sasbach-Walden. Ich habe gehört, Sie spielen, Sie singen heute We Are the World. Ja. Das könnten wir auch spielen. Wir würden gerne mitmachen. Nee, ehrlich? Ja. Das finde ich super. Ja. Mit einem Schlag war mir klar, das Projekt hatte Kreise gezogen. Es hatte sich richtig was bewegt im Ort. Die Vorfreude auf den Auftritt schweißte alle zusammen. Mein Experiment ging in die entscheidende Phase. Auch meine Werbekampagne war ein Erfolg. Der Saal füllte sich. Im Publikum Neugierde auf das, was gleich passieren würde. Ich bin gespannt, was passieren wird. Wenn die beiden Welten zusammenprallen, wie die zusammen singen, also interessant. Bei jedem wichtigen Ereignis muss man ein bisschen Anspannung haben. Ja? Sonst, glaube ich, sind die Künstler einfach nicht gut. Und das bin ich natürlich auch. Und ich bin auch gespannt, wie es die Menschen, die Zuhörerinnen und Zuhörer aufnehmen. Das sind ja auch alles nur Stehplätze und dafür ist es halt richtig voll geworden. Also es sieht sehr vielversprechend aus. Wir haben unglaublich tolle Menschen dort. Und ich denke, ja, schauen wir mal an, was wir so eingeübt haben.
But if you just believe, there's no way we can fall. Schwarz und Weiß zusammen, Gottes große Familie. Das war umwerfend. Also ab und zu ist mir auch so ein bisschen so ein Tränchen gekullert, so gerade so am Ende. War schon sehr emotional. Ihr habt uns aus unserer traurigen, bedrückten Stimmung rausgeholt. Zusammen Musik zu machen ist immer toll. Und vor allem, wenn man aus verschiedenen Kulturen kommt, glaube ich, ist Musik die beste Sprache. Die Freude ist zurückgekehrt. Wir haben unser verlorenes Lächeln wiedergefunden. Durch dieses Lied und das Konzert können wir wieder gut schlafen. Wir werden den Lärm der Raketen und die Gewalt vergessen. Wir sind sehr, sehr glücklich. Wir hoffen, dass es immer so bleibt, jeden Tag. Ich habe gelernt, dass es um Menschen geht, dass wir Menschen sind.